die feine Mischung. Special Band, solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich. 1989. Vorne drauf ist eine Widmung. 19. Mai 90. Das sind bitte drei Jahrzehnte, 30 Jahre. Warum ich das erwähne, ist, weil dieses Coverfoto hier, es wirkt ja fast so, wie wenn der Künstler, der heute hier mit mir sich zum Gespräch bereit erklärt hat, aus diesem Foto gesprungen wäre. Boris Bukowski, 30 Jahre später, die Haarfarbe ist etwas anders, aber der Mann ist unverkennbar der gleiche. Servus. Hallo. Servus Boris. Servus daheim. Darf mich wieder heute mit Legende, sage ich nicht gerne, weil Legende hat ja so, irgendwie so ein Ablaufsdatum. Muss man doch nicht schon tot sein, ich glaube. Das will ich gerade bei dir, ja, also fit wie der berühmte Turnschuh. Das stimmt ja überhaupt nicht. Mit Boris Bukowski, ich sage es auch ganz bewusst, einem Nukleus der steirischen Szene. Wir kommen dann auch noch darauf zu sprechen, weil Magic, das Nest Magic, wissen wir ja, da sind ja viele entsprungen, da habt ihr ja viel gebrütet. 30 Jahre sind es vorbei. Servus Boris. Hallo, plaudern servus Andi. Wir feiern, was heißt feiern? Wir haben jetzt miteinander 50 Jahre Austropop verbracht. Ja. Du ein paar Jahre länger wie ich. Kann mich noch gut daran erinnern, wie wir uns persönlich kennengelernt haben. Du dich überhaupt nicht. Also, oh ja, ich kann mich erinnern. Ja, ja. Wann war denn das? Also ich schätze schon, dass das war, wie wir in Graz den Karl Bayer produziert haben mit Romeo und Julia. So, mein Freund, jetzt sage ich dir, es war 20 Jahre früher. Was? Ja, ich war ein kleiner Lehrling bei der Firma CBS, Schallplatten GmbH. Oh. Und dann tauchte auf einmal eine steirische Band auf, die eine Single aufgenommen hat mit dem Titel Cadillac, eine Coverversion Magic, und da warst du dabei. Dr. Fritz Bukowski. Dann habe ich mich ein bisschen geirrt, okay. Ja. Ja, du warst damals schon irgendwie so der Künstler. Ja, ich war der Kleine, der irgendwann einmal an die Künstler heranschnuppern durfte. Ja. Kaufmännischer Lehrling in der Musikwirtschaft. Und Jahre später haben wir dann quasi miteinander Karl Bayer gemacht. Das klingt so deppert. Ja. Aber du bist mit dem Album gekommen, mit der fast fertigen Produktion. Und da war Romeo und Julia dabei und wir nehmen das jetzt vorweg. Ich weiß nämlich noch ganz genau, du hast mir das damals vorgestellt. Ich habe damals mit meinem damaligen Chef darüber geredet und er hat gesagt, fahren Sie Steiermark und schauen sich Peierl an. Und ich habe die dann angerufen und gesagt, die brauchen wir denn nicht anschauen. Ja? Weil ich habe die Stimme gehört, ich habe die Nummern gehört und war eigentlich geflasht von Anfang an. Aber wir gehen zurück. Dr. Fritz Bukowski. Wie kam es? Was? Seinerzeit. Wie ist aus dem zukünftigen Juristen schon weit vorher irgendwie das Rock'n'Roll-Tier geworden? Naja, ich war halt immer total musikbegeistert und habe gewusst, ich möchte halt unbedingt Rockdrummer werden. Das war das Erste. Und aus dem hat sich dann entwickelt, dass ich halt ein bisschen mehr mache als nur Schlagzeug spielen. Aber Magic 69, da gab es ja auch einen Vorläufer, das war nur Magic. Ich glaube, da war der Dimischl mit Nein, dabei. Nein, umgekehrt. Zuerst hat es Magic 69 geheißen. Da war ich noch nicht dabei, sondern ja, habe ich nur den Titel geraten. Und später haben sie mich dann als Schlagzeuger engagiert. Da haben wir uns dann umgetauft in Magic. Dann. Drum 1974 die erste Single. Ja. Weißt du noch, warum Cadillac? Das war ja eine Coverversion. Ja, wir hatten dann noch nicht so Reiser, die wir selber komponiert haben. Kann ich mich erinnern, ich bin die Jahre davor in Stockholm im Sommer zum Fensterputzen und Tellerwaschen gewesen. Und da haben wir so geile schwedische Bands gehört, live. Und eine hat diesen Titel gecovert. Und dann haben wir gedacht, kennt man bei uns kaum.
in Stockholm zum Fensterputzen und Tellerwaschen. Genau. Waren dort die Fensterputzer und Tellerwäscher besser honoriert als in der Steiermark? Man hat es richtig gut verdienen können, wenn man geschickt war. Ich bin jedoch mit meinem Uraltfreund Schiffkowitz, mit dem ich 8 Jahre im Gymnasium gesessen bin, zusammen nach Stockholm getrampt bei Autostopp. Und wir haben einen Job beide gekriegt bei der Königlich Schwedischen Post als Paketschupfer im Verteilungssystem der Schwedischen Post. Und dann haben wir gesagt, wir könnten uns noch was dazu verdienen und haben daneben noch Fenster geputzt, so Schulen im Sommer, leere Schulen. Und da sind wir noch Akkord bezahlt worden. Und so die Spitzenjungs, die Geschicktesten, haben so 18 Kronen in der Stunde verdient. Der Schiffi und ich 2,50. Gemeinsam. Was war das ungefähr, ein Schilling damals? Also eine Krone war damals 5 Schilling. Aber pass auf, von Schwedisch irgendwie eine Ahnung gehabt? Wir haben bald uns ein bisschen verständigen können. 1974 die erste Single. Ewig her. Ihr habt damals schon euer Probelokal gehabt in Graz, ja, das dann ein Jahr später, soweit ich informiert bin, abgebrannt ist. Das ist eine legendäre Geschichte. Mich würde es interessieren, seid ihr da zu den lodernden Flammen geeilt oder seid ihr hingekommen, wie alles nur mehr geraucht hat? Wir haben uns das Proberaum, ein aufgelassenes Kino, sehr geil, ein bisschen ansteigend mit genügend Platz für uns, mit dem Wilfried und seiner Band geteilt und der war gerade auf Tour. Und wir haben einen harten Tag lang dort geprobt, bis tief in die Nacht. Und ich bin im Bett gelegen und mitten in der Nacht läutet das Telefon Wilfried am Apparat. Und er sagt, Alter, ich muss dir leider was ganz Furchtbares erzählen, setz dich nieder. Ich dort knockert mit dem Telefonhörer in der Hand, sage, was gibt's? Ja, wir kommen gerade von der Tour heim und wollen die Geräte einräumen, die Instrumente einräumen und sehen, dass das Kino brennt. Und die Feuerwehr ist bald gekommen, aber es war von allen euren Instrumenten, wie mir die Feuerwehr berichtet hat, nichts mehr zu retten. Dann habe ich in der Nacht noch meine Mitmusiker zusammengetrommelt und wir sind dort hingefahren. Von außen hat man gar nichts erkannt, aber nach Betreten des Raumes haben wir einen ausgebrannten Kinosaal gesehen und von meinem Double Bass Drum Ludwig Drumset war keine einzige Schraube mehr zu finden. Alles war in den Fußboden eingebrannt und mit der Asche verschmolzen. Die Heimundorgel von meinem nachmaligen Studio mit Teilhaber Andy Beit war ein verkohlter Baumstumpf, über den so schwarze und weiße Bacherln runtergeflossen sind. Löschwasser? Nein, die schwarzen und weißen Tasten. Ach so, die Tasten! Ja, und dann sind wir heim, haben uns ein Gewand geholt von daheim, haben einen Fotografen angerufen, haben unsere Kleider angezündet, sodass sie halb verbrannt waren und so. Und es gab hinten noch eine letzte Reihe halb verkohlter Sessel, in die haben wir uns eingesetzt, halb nackt mit verbrannten Kleidern. Und hinten haben wir mit roter Leuchtfarbe auf die Mauer geschrieben, Magic. Die Rockband, die noch Feuer hat. Aber die Stimmung war trotzdem eher durchwachsen. Ne? Weiß man, warum das abbrennt ist? Es gab dort einen Kohlenofen, das war im Winter, wir haben den natürlich geheizt. Und anscheinend gab es eine Verpuffung und der Deckel ist aufgeflogen und irgendein brennendes Kohlenstück hat den Fußboden angebrannt. Versicherung wahrscheinlich nix. Für die Viers. So ist es. Ja. Wir waren nachher natürlich voll am Ende. Die meisten von uns hatten noch ihre Geräte, ihre Instrumente zum Abzahlen. Wir haben uns dann bei mir zusammengesetzt und haben uns mit Whisky voll laufen lassen und haben dann aus Verzweiflung gelacht darüber, wie skurril unsere Instrumente inzwischen ausgeschaut haben und haben dann gesagt, entweder wir geben es total auf und, oder wir gehen morgen ins große Kaufhaus in Graz und kaufen uns das Allerbeste, was es dort gibt. Und das haben wir dann gemacht, auf Pump. Das ist ja dann noch
5 Jahre weitergegangen mit Magic. Ja, ja. Ja. Mhm. Weil 1980 war, glaube ich, was dich betrifft, das Ende von Magic. Oder hat sich die Band dann komplett aufgelöst? Ja. Jetzt war, wann habt ihr das Studio gegründet? Ich schätze mal so 78, 79 haben wir dann gebaut dran und 80 haben wir dann ein erstes Album dort aufgenommen. Das hat ja so eine Magnetwirkung gehabt, das Studio. Da waren ja viele Namen, von denen man heute ja auch in allerhöchster Hochachtung spricht, ja, die dort gearbeitet haben, ja, also auch aufgenommen. Da. ERV, SDS. Ja. Auch wie sie noch nicht SDS waren. Ne? Auch unter SDS haben sie das erste Album bei uns aufgenommen. Und damals war wie der Wilfried noch, oder der Gerd war der erste Sänger der ERV, glaube ich. Ne? Mhm. Habt ihr da das damals auch schon? Gerd, Wilfried und Gerd, ja. Gerd war dann auch, glaube ich, live. Ja. Ja. Was war das? War das, weil das so eine Haberer-Partie war, weil sich alle gekannt haben? Und aus dem Grund hat sich dann da so eine kreative Spielwiese erarbeitet? Also umgekehrt eher. Wir haben sozusagen, wir kreative Musiker haben uns alle gekannt und geschätzt. Und deshalb sind die auch zu uns gekommen. Das war schon mein Teilhaber Andy Beid, war ganz großer und ist immer noch ein ganz großartiger Toningenieur. Und jeder hat das gewusst und sie sind gern zu uns gekommen. Ich weiß es jetzt nicht, wahrscheinlich oute ich mich jetzt. Gibt es das Studio noch? Es gibt es noch, aber nicht mehr dort. Da steht inzwischen ein Hotel drüber. Du hast dann damals auch in diesem Studio vor allem begonnen, dich auf Produzententätigkeit zu verlagern. Ja, klar. Ich habe also vom Aufnehmen nichts verstanden. Das hat mein Partner Andi gemacht. Und ich habe so mitgeredet halt, wie könnte man das am besten machen. Als Produzent bist du ja auch sowas wie in der Musikwirtschaft, nennt sich es E&A, Artist and Repertoire Manager. Du bist ja jemand, der Talente auffängt, bevor sie überhaupt zu einem Plattenlabel gekommen sind. Wie bist du da vorgegangen? Was hat die, war das irgendwie eine Bauchentscheidung oder? Ja, meistens klar. Wir haben ja natürlich die Grazer Szene damals sehr gut gekannt. Wir waren in den Lokalen unterwegs, wo die Musiker unterwegs waren und so sind wir verfahren. Ich habe nur eins gemerkt damals, die jungen Bands, die von uns produziert werden wollten, waren mir ein bisschen zu selbstsicher, wie es lang gehen soll. Und ich habe das Gefühl gehabt, auf meinen Rat wird nicht so Wert gelegt, wie ich das gern hätte. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nach ein paar Jahren, wenn ihr meinen Rat nicht hören wollt, dann verwende ich ihn für mich selber und mache ein Soloalbum. Aber wie du seinerzeit begonnen hast und man hätte dir einen Rat gegeben, wärst du offen gewesen dafür? Oder? Selbstverständlich. Ehrlich? Also angehört habe ich mir immer alles. Natürlich habe ich dann entschieden, finde ich ihn für gut oder passt er eher nicht so, weil der mir vielleicht nicht gut genug kennt. Das gibt es immer, klar. Aber angehört habe ich mir immer alles. Sag, damals in den 80er Jahren, da war die Wiener Szene und dann war die steirische Szene. Ja. War das der Wechsel und der Semmering, der da dazwischen gelegen ist, weil sich das beides so eigenständig entwickelt hat? Absolut. Da ist schon viel dazwischen gelegen, an Land. Und das hat sich, wie du richtig sagst, verschieden entwickelt. Zum Beispiel erinnere mich noch an das erste Open Air in der Steiermark in Poppendorf. Ich glaube, das war 1971 oder 72, ein paar Jahre nach Woodstock. Mhm. Weil wir haben ja erst nach und nach Informationen gekriegt, was da in Woodstock abgegangen ist. Ja, aber Poppendorf, entschuldige ich, ist ja der Name Programm. Nicht? Also das war ja vom Namen her nicht viel Unterschied zu Woodstock. Genau. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, damals sind auch ein paar Wiener Bands eingeladen worden zu diesem Open Air in Poppendorf, darunter Novaks Kapelle, eine Punkband. Das Publikum in der Steiermark konnte mit dem rotzigen Punk noch nicht wirklich viel anfangen und haben die irgendwann von der Bühne gejagt. Scheiße. In der Steiermark war ja der Dialekt damals auch genauso angesagt, ja, zum Teil wie in Wien. Also das, was man so gemeinhin unter
dem Ur-Austropop versteht. Ja, ja. Ne? Aber trotzdem hat es da so Bands gegeben, die ja die so Jazz-Rock-Geschichten gemacht haben. Der Dimitschel war da zum Beispiel dabei. Viel Experimentelles zeigt zum Teil. Diese Dinger kamen weniger aus der Fürstenfelder Seite, wie du sagst, Dimitschel, sondern eher aus Graz, von der damaligen Jazzakademie, heute Universität für Musik und Kunst. Dort waren berühmte Jazzer auch als Lehrer tätig, wie der schwedische Jazzer Eje Tellin und Leszek Sadlo und. Und da haben sie auch immer Bands gebildet, die auch irrsinnig gut waren. Die haben eher so diese Jazz-experimentelle Fusion-Ecke bedient. Es war ordentlich was los in der Steiermark. 1980 war der Producer, 1985, wenn das stimmt, was ich da aufgeschrieben habe, Boris Bukowski, der Solo-Act. Mhm. Wie kam's? Also wie gesagt, der Grund war der, dass ich mir gedacht habe, dann spare ich mir meine Ideen für mich selber. Ich habe damals von einer Tante eine winzige Gazonier geschenkt gekriegt und habe mir gedacht, die verpfände ich jetzt mal und nehme mir einen Kredit auf. Und das habe ich gemacht und Gott sei Dank, zwei Plattenfirmen wollten das haben. Das eine war Amy und das andere war Markus Spiegel. Und durch einen Zufall ist es dann die Amy geworden und erstes Album hat schon mal, warte mal, ist jetzt sechsmal so viel verkauft wie alle Magic-Alben davor. Ja, weil es deutsch war. Ja. Ja. Der deutsche Text, der ja bei dir immer anders war, wenn man das so sagt, also Dinge wie trag meine Liebe wie einen Mantel auf, das muss man mal kommen. Du hast dich ja quasi dann auch als singender Lyriker präsentiert. Krieg dich nicht hinunter. Wenn du das so als Textzeile stehen lässt, ja, ohne dass du weißt, was davor oder danach kommt, ja, klingt das wie jemand, dem der Bissen im Halse steckt und bleibt. Ich glaube, dass der Zuhörer durchaus auch gefordert werden will. Wenn es zu glatt ist, ist es fad. Und ich habe immer geschaut, dass sozusagen meine Texte nur ein Gefühl anreißen, das dann im Ohr des Zuhörers erst fertig wird. Und wenn er es an einem anderen Tag anhört und ein bisschen anders drauf ist, ein bisschen anderes Gefühl hat, kommt wieder eine Facette dazu, die ich nur angerissen habe, aber die im Ohr des Zuhörers entstanden ist. Jetzt stelle ich mir das aber relativ schwierig vor, wenn ich zu einem durchschnittlichen, wobei das nicht negativ gemeint ist, Radioprogrammierer gehe und sage, dieses Lied heißt Krieg dich nicht hinunter. Waren die sofort Feuer und Flamme dafür? Ja, krieg dich nicht hinunter, das gefällt mir. Oder was heißt das? Was singt er da? Es war natürlich ein Vorteil und auch ein Nachteil gleichzeitig. Kurzfristig habe ich einmal mit dem deutschen Verleger H.G. Hein gearbeitet und irgendwann hat die deutsche Plattenfirma nicht richtig mitgespielt und wir haben es dann sein lassen, unsere Zusammenarbeit. Und ich habe dann gesagt, was würdest du einem Freund zum Abschied für einen Rat auf den Weg geben? Sagt er, Rat weiß ich jetzt nicht, aber man hört Bukowski das erste Mal. Denkt sich, das ist irgendwie komisch. Zweites, drittes, fünftes, sechstes Mal. Das ist irgendwie eigenartig. Beim siebten oder zehnten Mal sagt man, super, genau so gehört das. Aber wer hat schon die Möglichkeit, das zehnmal zu hören, wenn es nicht oft gespielt wird? Das heißt, man ist abhängig davon. Es ist nicht etwas, das beim ersten Mal sofort reingeht und es klingelt, wie Life is Life, sondern man muss ihm eine Chance geben, man muss es heranlassen, dann funktioniert es sehr gut. Aber erst dann. H.G. Hein, by the way, ist der jetzige langjährige Manager von Hubert von Goisern. Und was mich jetzt interessieren würde, hast du auch Songs, die in ihrer Struktur vielleicht einfacher waren, begonnen, schwieriger zu machen, um das zu erreichen, was du jetzt gesagt hast? Nein. Also, ich kann mich noch an eines erinnern, zum Beispiel bei meinem dritten Soloalbum hatte ich gutes Geld von der Plattenfirma und konnte das in einem der besten deutschen Studios in München aufnehmen, im Studio von Kurt Kreis. Und am Telefon mit dem Kurt
habe ich gesagt, am liebsten hätte ich ja zusammen mit dir noch so einen absoluten Weltcup-Azunder. Und zwar am Bass, weil das ist für mich das allerwichtigste Instrument. Sagt er, wer schwebt dir denn da vor? Sag ich, na, es ist jetzt beinahe blasphemisch, aber mein Gott an der Bassgitarre ist Tony Levin von der Peter Gabriel Band, der den Sledgehammer Bass entwickelt hat. Oh, der Tony, ja, mit dem habe ich vor 2 Wochen gespielt. Willst du seine Nummer haben? Sag ich, echt? Den kann ich anrufen in New York? Ja, ja, ruf ihn an. Aber, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. In New York ist es aus Gewerkschaftsgründen zwingend vorgeschrieben, bei jeder Recording-Session einen Arrangeur dabei zu haben. Und deswegen sind die amerikanischen Studiomusiker gewöhnt, dass ihnen gesagt wird, was sie spielen sollen. Sag ich, was? Der Tony Levin wird mich fragen, was er am Bass spielen soll? Scheiße! Dann habe ich aber noch 2 Monate Zeit gehabt und habe mich wirklich stundenlang, viele, viele, viele Tage hingesetzt und habe mir gedacht, was könnte bei der Nummer der Tony Levin am Bass spielen? Und das hat mir total geholfen. Das war eine der besten Übungen in meinem ganzen Leben. Zum Beispiel eine Nummer, ich habe den Tony immer die Nummer anhören lassen und dann mal beginnen lassen, etwas zu suchen und so. Und da haben wir Fandango aufgenommen. Grundsätzlich eine sehr, sehr schmalzige Nummer. Und habe ich gewusst, wenn man die nicht zum Leben erweckt, ist die schrecklich oder könnte schrecklich sein. Und Tony hat mal das Neuliegende gemacht und hat den 6/8-Takt Fandango, Fandum, Bum, Bum. Da habe ich gedacht, Jesus, da schlafen die vier sein. Er ist natürlich ein Gott, aber er kann nicht in 20 Minuten irgendwie einen Weltbass erfinden. Und ich habe das immer so nach 20, 30 Minuten habe ich dann ausgepackt, was ich mir zurechtgelegt hatte. Und bei Fandango habe ich ihm gesagt, spiel so. Und auf einmal ist das aufgegangen und war alles andere von Fahrt. Aber der Kurt Kress ist ja auch Schlagzeuger. Ja. War das so Drama zu Drama? Hat das einiges erleichtert? Oder? Ja, Kurt ist ein fantastischer Drama. Ich habe natürlich ein Layout mitgehabt mit Computerdrums und so. Und ein bisschen Stimmen drauf und so, damit er sich vorstellen kann, wie die Nummer gehen soll. Er hat mitgeschrieben, ist runtergegangen und hat es eingespielt, ist raufgekommen. Und diesen Kapazundern gegenüber war ich ja dort mehr als, wie soll ich sagen, zurückgenommen und habe mir gar nicht sagen traut. Das sind die allerbesten der ganzen Welt. Und der Kurti kommt hoch und sagt, Boris, kommt das ungefähr in deine Richtung? Dann gehen wir, Alter, die Weltklasse hat es nicht notwendig, die Diva heraushängen zu lassen. Und habe ich gesagt, Kurt, bitte, das müssen wir stehen lassen, das ist noch viel besser, als ich mir in den Träumen erhofft habe. Sagt er, du, das kostet dich jetzt keine 5 Minuten, aber lass es mich noch einmal machen. Ich kann das noch besser. Aber diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die sind oft gar nicht so. Nein, überhaupt gefährlich nicht. Sind die, die Weltklasse werden wollen, genau. Aber noch weit davon entfernt sind. So ist es. Ist jetzt vielleicht eine Gemeinheit, aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist manchmal gemein. Sag, eine deiner bekannten Nummern und großen Hits war Kokain. Ja. Das ist ja ein Reizwort gewesen. Damals in den 80er Jahren noch viel mehr, als es heute war. Hattest du da Schwierigkeiten am Medial oder hat man gesagt, warum macht er das? Ist das ein Giftler? Ja. Es war so, dass alle Ö3-DJs, die ja selber programmieren durften damals noch, und da hat es unter den Ö3-Mitarbeitern geheißen, ein Song mit dem Titel, den wollen unsere Chefs auf diesem Sender nicht hören. Und eines Tages sitze ich und habe den Radioauftritt daheim und höre Eberhard Forcher sagen, da habe ich einen Song, von dem alle meine Kollegen hier in Ö3 sagen, unsere Chefs wollen den auf diesem Sender wahrscheinlich nicht hören. Aber ich finde ihn so geil, dass ich ihn jetzt spielen muss. Und hat Kokain gespielt. Und dann haben alle anderen so ein paar Tage, eine Woche gewartet und dem Eberhard ist nichts passiert.
Und auf einmal hat der gespielt und der gespielt und der gespielt. Und auf einmal ist der rauf und runter gelaufen. Aber von der Publikumsreaktion war das nie negativ. Das haben die Leute mitgesungen, was ich mich erinnern kann. Absolut, ja. Überall. Damals war es noch so, dass Ö3 Anrufe bekam von einem pensionierten Schuldirektor, der gesagt hat, das ist eine absolute Frechheit, Rauschgiftwerbung auf Ö3 und so, unfassbar und so. Aber heutzutage, wenn ich das wo spiele, dann singt der Polizeipräsident und der Schuldirektor und der Bürgermeister mit. Du schreibst Bücher, du hast Film gedreht, du arbeitest als Producer. Deine Karriere als Künstler, als Sänger, als Musiker, die ist ja auch ongoing, wie man so schön sagt. Wann hast du da Zeit, das zu machen, das dich so erhält, wie du bist? Oft, lange Zeit habe ich mir gedacht, tust schon wieder nichts und gehst Radl fahren oder was. Und dann irgendwann habe ich Idiotes geschnallt. Es gehört zu meinem Beruf, dass ich eine Spannkraft habe und eine Energie und nicht über den Sessel hänge. Das gehört zum Beruf, das gehört so wie eine Probe oder eine Vorbereitung, ist Teil meines Jobs. Und deswegen weiß ich, dass ich das machen muss und soll. Kompletter Themenwechsel, auch das habe ich gelesen auf deiner Seite, die Beziehung zur Musikwirtschaft, ja, die war ja in den 80er und 90ern noch anders, als sie jetzt ist. Aber du hattest ein Erlebnis eben bei besagter Plattenfirma, wo du nach Deutschland gegangen bist und wo dort der Roman Rübniker der Chef war. Und der ist dann dort verschwunden und es war dann ein anderer, der dich überhaupt nicht gekannt hat. Ja. So, solche Schicksale kenne ich viele, unter anderem ist es dem Peter Cornelius dreimal passiert. Ja. Wie sehr steigert das den Wunsch im Künstler und in der Künstlerin, alles selber zu machen? Also man darf das nicht falsch sehen. Ich habe nie ein Problem gehabt mit der Plattenfirma. Natürlich habe ich gewusst, sie hat außer mir noch zig andere Künstler. Und ich darf nicht erwarten, dass mein Wunsch berücksichtigt wird, dass sie ihr ganzes Geld, ihre ganze Aufmerksamkeit und ihre ganze Zeit in mich investieren. Weil es gibt vielleicht andere, die bei der breiten Masse noch besser funktionieren als ich. Das ist halt so. Ich mache nichts am liebsten selber. Nur weiß ich natürlich schon langsam, wie es geht. Und wenn ich eine Plattenfirma, für die ich nicht einer der Wichtigen bin und die deshalb nichts für mich tun wird, mache ich selber. Ich habe natürlich niemals die Kapazität, die eine Plattenfirma haben kann. Und es ist nicht heute so, wie ich einmal in einer Zeitung lesen konnte, die Musiker heute sind ja gescheit, die pfeifen auf die Plattenfirma, weil sie wissen, sie haben eh das Internet und da können sie ihre Sachen reinstellen und so. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist ein naiver Bursche. Selbstverständlich kannst du auf YouTube dein Album hineinstellen. Dort steht es sicher verwahrt unter 10 Millionen anderen Alben und da kann sie ja jeder finden. 30.000 Titel werden jede Woche auf Spotify hochgeladen. Neue. Unfassbar. Klar. Muss man dazu sagen. Und klar, da hast du völlig recht. Klar. Da jetzt genau das Ding zu finden. Lass uns ins Jahr 2017 springen. Es war immer etwas zu tun. Ja, du warst da immer da. Du warst zwar nicht immer omnipräsent, aber wenn du da warst, hast du auch auf deine Art und Weise Statements gesetzt. Ja, mit dem, was du getan hast. Und da ist das Album rausgekommen, gibt's ein Leben vor dem Tod? Also erstens einmal habe ich den Titel gewählt, weil so viele Leute stellen sich die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Erstens einmal glaube ich sowieso nicht an ein Leben nach dem Tod. Und außerdem ist die Frage tausendmal naheliegender, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ob es nachher eins gibt, braucht kaum jemanden interessieren, weil ich bin überzeugt davon, dass es keins gibt. Und vor dem Tod, also es wird einem ein Leben geschenkt, aber was man damit macht, ist uns selbst überlassen. Ich habe immer gesagt, für mich ist das Leben ein geiles Abenteuer mit tödlichem Ausgang. Wir sitzen jetzt hier, wir haben 2020, es hat einen guten Grund, warum wir da so auseinandersitzen, ja, weil es ist jetzt, man nennt es Social Distancing, es ist eigentlich was Grausliches. Also auch diese sogenannte neue Normalität ist grauslich.
weil es ist keine Normalität. Ich für mich selber bezeichne es lieber als die temporäre Normalität. Ja. Aber du musstest Konzerte absagen. Ja. Wie hat dich das erwischt? Tja, puh. Heuer war ich ausgebucht. Wir haben früh zum Booking begonnen. Und ich will jetzt nicht alles rauf und runter spielen und suche es mir auch aus. Ich spiele so eine Handvoll Konzerte mit meiner fantastischen Band und ich spiele viele Konzerte im Duo. Wir spielen zu zweit, mein Gitarrist und ich, Best-of-Programm. Und dazwischen erzähle ich so die lustigsten Schmankerl aus meinem Musikerleben. Und da habe ich heuer so 25 Gigs fixiert gehabt, 5 habe ich spielen dürfen und dann war es eins. Und jetzt warte ich darauf, bis ich wieder weiterspielen darf. Wenn du jetzt rückblickend als, nicht nur als Künstler, sondern auch als ehemaliger Produzent und Begleiter von Bands, wenn du das Hier und Heute jetzt anschaust, hast du nicht auch ein bisschen so das Gefühl, es ist so vom Spirit her, vom Aufbruchsgeist, ein bisschen so wie in den 80er Jahren? Es tut sich wieder einmal sehr viel, nachdem es dazwischen ziemlich abgewürgt worden ist. Aber es ist am aufsteigenden Ast und die kreative österreichische Musikerszene hat sich nicht kaputt machen lassen. Da oben ist also ein digitaler Plattenladen, ja, das ist die Wolke. 50 Millionen plus, jeden Tag werden es mehr und da finden sich in Zukunft auch Boris Bukowskis legendäre Aufnahmen und zwar nicht nur als Download, sondern auch als Musikstream. Das heißt, man kann sich das runterballern in die Ohren jeden Tag. Alles, was man braucht, ist ein Internetzugang. Lieber Boris, lieber Fritz, Dr. Fritz Bukowski, ich sag's nochmal, ja, weil mir das sehr gefällt, ein Jurist, der sich dazu entschlossen hat, den anderen Weg zu gehen. Du, es hat mich sehr gefreut, wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Schön war's, jawohl. Ich hätte dich sofort wieder erkannt auf der Straße, du mich wahrscheinlich nicht. Selbstverständlich. Aber hat mir sehr taugt. Ich wünsche dir alles Gute. Es gab ein Leben und bis zu dem, was denn da, wie das dann weitergeht, hast du noch lange Zeit. Bis bald, es alles Gute. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man den nennt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.